So, was geht hier so ab? Sind wir ja schon in der Villa drin. In der Villa von Don Commodore, der seine Blumen nicht gießt. Ich habe in dieser gesamten Zeit keine einzige Pille gefunden. Mies. Okay, los geht's. Egal, da ist... Ellie, Digga, die sind alle tot. Brauchst es nicht mehr verschließen. Wir haben sie alle gnatzt von den Rattles. Ich bin ein Ratatouille-Killer. Aha. Komm ich da rein irgendwie? Es ist halt typische Banditen, ja? Zur Zombie-Zeit. Verdammt! Ich hab die Schlüssel! Ja! Die Tür! Zu den Waffen! Los, 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 mach schon! Los! Hier! Okay, los! Auf geht's! Hey, wow! Wo ist Abby? Sie hat einen Biss! Zurück! Hey, richte das verdammte Ding nicht auf mich! Hey, hey, hey! Abby wollte abhauen! Sie ist bei den Säulen. Den Säulen? Geh runter zum Strand. Nicht zu übersehen. Nicht zu übersehen. Sie ist bestimmt schon tot. Na los! Ja, und rein in den nächsten dunklen Raum. Oh, aber jetzt bin ich verletzt. Die hat aber auch eine Obsession gegen diese Frau. Okay, gerade so am Limit. Schüsse? Aber das sind wahrscheinlich die Befreiten. Sehr klar, da brennt jetzt voll die Schlacht. Ah, ihr habt hier... Ah! Hier die Gefangenen befreit. Die wehren sich jetzt. Aber auch ein gutes Ablenkungsmanöver. Okay, wir gehen zum Strand. Und dann sehen wir, was uns erwartet. Ich glaube nicht, dass die Abby tot ist. Ich glaube, die fliehen jetzt beide. Ich glaube da immer noch dran. Und dann mit den beiden gibt es Last of Us Teil 3. Ach du Scheiße. Oh Gott. Einer davon ist Abby. Ich sehe sie nicht. Ah, da. Du lebst, aber du bist nicht Abby. Du bist das. Doch, das ist Abby. Die sieht ganz anders aus, ohne Haare.
Abby. Ich helfe dir. Da hinten liegen Boote. Sag ich doch, dass es sie nicht tötet. Weil irgendwo hat die Abby ja doch ein Herz, gell? Auch wenn das nicht gerade für Ellie schlägt und ihre Bagage. Lecker. Aber was ist denn der Sinn? Warum machen die das denn? Wenn die nicht mehr arbeiten können oder einen Fehler machen, werden sie da hingehangen oder was? Oh. Die Menschheit ist einfach so grausam und dumm. Nicht alle. Es gibt Ausnahmen. Es gibt normal denkende Humanisten. Humans. Aber es gibt auch die Vollpfosten. Und davon leider viel zu viele und man darf ihnen leider nichts tun, laut Gesetz. Ich habe eine Idee für ein Handyspiel. Last of Us Empire oder Last of Us Village. Die Auswahl zwischen Abby und Ellie. Beide segeln ja jetzt in eine andere Richtung. Beide gründen ein Dorf. Und auf... Oha. Aufbauspiel und so. Kann ich nicht gehen lassen. Ich mach da nicht mit. Nein. Ich kämpfe nicht gegen dich. Doch, das wirst du. Halt ihn heraus. Du hast sie mit reingezogen. Okay. Warum nur? Das ist so überflüssig. Komm
Kerl! Alter, wer überlebt denn sowas? Alter, Kampf bis auf den Tod. Kann sie es nicht mehr. Geh. Nimm ihn einfach. Den Finger abgebissen oder nur angebissen? Der hat gleich zwei Finger abgebissen. Dino! Weib! Ich hoffe, das Essen steht auf dem Herd. Ist er leer? Oh nee. Hm.
Nicht mehr so schön, gell? Ohne Finger. Was trinkst du da? Kaffee? Woher hast du den? Von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Oh. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina. Seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... Das war nur ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht. Ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn ich von Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen. Das wäre schön. Ja.
Ja, meine Lieben, das war's. The Last of Us Part 2. In meinen Augen ein dramatisches Spiel. Also es baut sehr auf Drama und Trauer auf. Ich meine, das muss man erstmal verarbeiten. So viele Hauptprotagonisten, die sterben. Das Ende ist wieder relativ offen für eventuell ein Spin-off oder einen dritten Teil oder vielleicht sogar ein DLC, wer weiß. Was ist mit Abby? Was wird mit Ellie passieren? Wir wissen es nicht. Was ist mit Dina? Ich bin froh, dass wenigstens die überlebt hat mit ihrem Kind. Ich weiß, es streiten sich die Geister über dieses Spiel. Es gab harte Kritiken dagegen. Ich persönlich fand's super. Hat Spaß gemacht. Man war mit Freude dabei. Es war Spannung da, Leid, Trauer, Wendungen, Überraschungen. Ein super Spiel in meinen Augen. Und ich hoffe, euch hat so viel Spaß gemacht wie mir. Lasst ein Abo da, kommentiert doch alles, was euch einfällt, schreibt es rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei allem anderen, was ich da noch so mache. Spielemäßig geht es ja, gehen mir ja, ich habe die Wörter verloren, die ich sagen wollte. Spiele gehen wir ja nicht aus, so rum. Genau. Ich wünsche euch was, macht es gut, auf Wiedersehen. Thank you.